Ich bin Christina und ich bin 38 Jahre alt. Ich bin vom Beruf Sozialpädagogin und Diakonin. Und ich arbeite im Moment als Familienhelferin. Eine Familienhelferin geht in Familien, die Probleme haben, die sie nicht alleine bewältigen können mit ihren Kindern, die oft mit Schulden belastet sind und ja, die einfach Hilfe brauchen, ihren Alltag zu organisieren mit ihren Kindern zusammen. Also wenn ich in den Familien arbeite, gibt es natürlich viel oder geht es ganz, ganz oft um die Probleme dieser Familie. Das ist ja klar. Aber die Arbeit direkt mit den Familien macht auch Spaß und sie gibt Kraft und gerade auch zu sehen, wie sich Veränderungen einstellen, wie Kinder dann einfach besser zurechtkommen, wie Eltern mit Kindern dann schaffen, eine neue gemeinsame Zukunft irgendwie zu gestalten, das gibt wirklich Kraft. Und das ist nichts Greifbares und nichts Bezahlbares im klassischen Sinne, aber es tut einem unheimlich gut. Ich finde, Arbeit an Menschen kann man natürlich eigentlich nie gut genug bezahlen. Das andere ist, ich bin sehr zufrieden damit, weil ich selbst genau so viel verdiene, wie ich zum Leben brauche. Und das ist für mich ist der Mehrwert, den ich durch diese direkte Begegnung mit Menschen habe, wiegt vielleicht das auf, was andere meinen, was ich vielleicht in Geld noch mehr kriegen müsste. Ich glaube, dass die Diakonie damit einfach noch mal mehr ausdrückt, wenn sie mehr bezahlt, was es auch wirklich wert ist, in diesen Berufen zu arbeiten. Also unser Arbeitgeber bietet, was Gesundheitsfürsorge oder Wohlbefinden der Mitarbeiter ist, sehr viel an. Wir haben alle 2 Jahre tatsächlich einen Gesundheitstag, wo wir einmal ganz praktische Dinge machen können, wie zum Beispiel schauen, können wir noch gut genug gucken? Wie sieht es aus mit unserer Sehkraft? Wie sieht unsere Rückenstärke aus, wenn wir viel sitzen müssen? Aber tatsächlich auch zu gucken, wie können wir denn vermeiden, dass wir krank werden? Familienfreundlichkeit wird groß geschrieben. Wir haben in der Familienhilfe ganz toll eigentlich die Möglichkeit, sehr, sehr flexibel zu arbeiten. Wir dürfen sehr viel in Teilzeit arbeiten. Bei uns sind sehr viele Mütter angestellt, die mit sehr wenig Prozenten auch arbeiten dürfen und können und dann sehr, sehr flexible Arbeitszeiten haben und sich ihre Termine zum Beispiel auch selbst legen können und dadurch mit ihren Kindern sehr viel Gestaltungsmöglichkeit haben, was auch die Betreuung angeht. Ja, ich bin sehr gern bei einem diakonischen Arbeitgeber angestellt, weil ich mich da sehr wertgeschätzt fühle, weil ich mich als Mensch gesehen fühle, weil der Arbeitgeber sieht, wer ich bin und wer die Menschen sind, mit denen ich zu tun habe und das als eine ganze Einheit sieht und präsentiert. Also wenn mich jemand fragt, beruflich, wo geht's weiter, wohin, dann würde ich sagen, bitte schau dich in sozialen Einrichtungen um, schau dich bei diakonischen Einrichtungen um. Das, was dir da begegnet an Menschlichkeit, an Herzlichkeit, an Wertschätzung, das bekommst du nirgendwo anders. Also mein Arbeitgeber ist so, dass er sagt, der Arbeitnehmer ist uns so wichtig, nicht nur in seiner Arbeit, sondern in seiner Person, dass er allen Arbeitnehmern auch ermöglicht, tatsächlich jährlich Fortbildungen zu machen und zwar nicht nur im fachlichen Bereich, sondern auch tatsächlich für sich selbst. Man darf eine Weiterbildung in Traumatherapie machen und das finde ich super, weil das auch nicht jeder sagen würde, ja, wir stellen Sie jetzt für 1,5 Jahre für einen bestimmten Zeitraum eine bestimmte Stundenzahl frei und unterstützen Sie auch finanziell, um das machen zu können. Ich finde meinen Arbeitgeber ganz besonders und speziell, weil er jeden Einzelnen sieht. Das heißt, mein Chef, also der ganz obere Chef, kennt tatsächlich jeden Mitarbeiter mit Namen. Selbst die bei uns freiwilliges soziales Jahr machen, kennt er mit Namen. Begrüßt jeden mit Handschlag, den er irgendwo trifft. Wenn wir Geburtstag haben und im Haus sind, werden wir besungen. Also wir alle, die dann auch gerade da sind, treffen sich zu einem bestimmten Zeitpunkt und singen demjenigen ein Ständchen. Und das macht ganz viel das Miteinander aus. Vielleicht hätte ich auch BWL studieren können und hätte dann im ersten Jahr Berufsjahr viel mehr verdient, als ich woanders oder im sozialen Berufen vielleicht nach ein paar Jahren verdiene. Aber Zahlen sind mechanisch und eigentlich tot. Und die Menschen sind es, die mich glücklich machen.
Ich wünsche allen viel Spaß und hoffe auf ganz, ganz viele neue Kolleginnen und Kollegen in der diakonischen Arbeit und wünsche mir, dass die Arbeit in den sozialen Berufen weiterhin und noch viel, viel mehr geschätzt wird. Macht's gut!